Hallo und herzlich willkommen bei Ralfs Unboxing. Es ist wieder Montag, es ist 19 Uhr und das heißt wieder Wochenupdate. Ja, und dann fangen wir gleich mal an mit einem Film, den ich mir gekauft habe, und zwar hier in der Emery La La Land. War sogar mit Wendecover, weil mir hat ja der Film hier The Greatest Showman sehr gut gefallen. Ist ja so ein Musical-Film und La La Land wurde mir wirklich richtig empfohlen. Und den werde ich mir jetzt demnächst angucken. Mal sehen, ob der mir auch so gefällt. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Musical-Film-Fan. Aber La La Land könnte mir vielleicht gefallen. Da bin ich mal gespannt. Ihr könnt ja mal die Meinung zu diesem Film unten in die Kommentare schreiben. Würde mich ja mal wirklich interessieren, was ihr dazu sagt. Weil, wie gesagt, Greatest Showman hat mir wirklich spitzenmäßig gefallen. Und jetzt muss ich leider meines Erschreckens feststellen, dass ich letztes Mal unter meinem Video, als ich euch das Game of Thrones Buch vorgestellt habe, Band 1 mit fast 900 Seiten, wie ich jetzt mittlerweile rausgefunden habe, stand ein Kommentar, 3 Seiten später, es ist 19 Uhr und ich habe mir das Hörbuch gekauft. Ja, also ich sage ja nicht, dass ich nicht gerne lese, also ich lese nicht oft, ich lese nicht viel Bücher, ich lese so natürlich viel Artikel im Internet und sowas, alles lese ich natürlich ganz viel, aber Bücher ist eigentlich nicht so mein Ding. Ich habe auch für mich entschieden, das Buch ist natürlich geil, bleibt auch in der Sammlung und die anderen werde ich definitiv auch noch holen, die anderen Bände, vielleicht setze ich mir auch mal ran, aber ich habe auch nicht so viel Zeit zum Lesen und hier, das Hörbuch kann ich mir im Auto anhören und alles und das Ding hier, diese Box mit den ersten 6 Hörbüchern, also die ersten 3 dicken Bücher sind das, weil in Deutschland wurden die Bücher, gab es auch in so einer Taschenbuchauslage, da wurde immer ein Buch auf 2 aufgeteilt und so ist das hier mit den Hörbüchern. Hier sind die ersten 6 Bände sozusagen drin für 29,99 und so teuer war auch das Buch. Also habe ich jetzt für 6 Bände, also für 3 Bücher in dieser Dicke 29,99 wie ein Buch bezahlt und es ist ein Hörbuch. Ja, ich habe auch schon reingehört. Der das vorliest, der ist ziemlich cool. Wir haben hier eine Laufzeit von 127 Stunden und 33 Minuten in der ungekürzten Lesung. 20 MP3 CDs, ja, das ist das Hörbuch, ne? Also von vorne sieht das Ganze so aus. Das hat ein wirklich richtig cooles Design. Von der Seite so, von der anderen Seite so. Oben drauf steht auch nochmal Krieg der Könige. Hier unten ist ein ERN-Code. Ich weiß nicht, ob ihr den jetzt lesen könnt. So, und auf der Rückseite stehen dann die ganzen Informationen. Aber ich glaube, ich könnte auch nicht so lesen. Da steht halt, dass da Band 1, Band 3, Band 5, Band 2, Band 4 und Band 6 drin sind. Also 3 von den großen Bänden und 6 von den Taschenbüchern. Und das Ganze kann man dann hier so aufklappen. Dann ist hier noch so ein kleines Booklet mit dabei. Das lege ich mal kurz weg. Und dann sind hier diese ganzen Discs in so Papphüllen. Das ist halt ein bisschen doof gemacht. Aber sind auf jeden Fall auch alle unterschiedlich gestaltet. Hier haben wir einmal grün. Dann einmal hier der nächste Band. Ich hole mir nur eine Disc raus. Das ist rot. Dann der nächste Band ist lila. Dann haben wir wieder hier so grün. Ein bisschen anderes Grün aber. Dann orange. Und zum Schluss dunkelrot. Und das besteht sogar aus, ja, aus 4 CDs. Der besteht sogar aus 4 CDs. Ja. Ja, das ist wie gesagt die Hörbuchkollektion von Game of Thrones. Die heißt hier Der Krieg der Könige, das Lied vom Feuer und Eis, Bände 1 bis 6, gelesen von Reinhard Kunert. Ja, Random House Audio. Wie gesagt, ich kenne den Leser nicht, aber die Stimme ist wirklich sehr cool. Der betont auch denn, wenn die sich mal unterhalten, betont er so ein bisschen. Ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr lieber die Bücher lest, ob euch vielleicht aber auch die Hörbücher besser gefallen würden, weil man halt dazu mehr Zeit hat. Man kann nebenbei immer mal so ein Hörbuch hören. Beim Fahren kann man das Hörbuch hören. Oder auch wenn man, was weiß ich, auf dem Computer spielt, kann man nebenbei denn das Hörbuch laufen lassen. Ja, also mir gefällt es besser als ein Buch. Und das Buch ist auch wirklich dick. Und wenn man jetzt mal rechnet bei 6 Bänden, die es jetzt schon gibt, von den dicken Büchern, das sind, wie gesagt, fast 10.000 Seiten. Das ist schon ganz schön heftig. Ja, wie gesagt, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass ich mir jetzt wirklich die Hörbücher gekauft habe. Ganz auf, wer hat das nochmal geschrieben? Ich glaube, der Filmfrotzler. Oder der Frotzler, wie er sich jetzt nennt. Der hat den Kommentar geschrieben. Ja, und zum Schluss wollte ich euch noch sagen, ich habe demnächst vor, mal so ein Frage-Antwort-Video zu machen. Machen ja jetzt in letzter Zeit viele, würde ich auch gerne mal machen. Habe ich wirklich lange darüber nachgedacht, ob ich es überhaupt mache, weil es nicht so mein Ding eigentlich mit diese Frage-Antwort-Sachen. Dazu kommt aber noch ein separates Video, wo ihr denn drunter unter dem Video eure Fragen stellen könnt an mich und dann später kommt dann das Antwort-Video. Jetzt nur mal so als kleine Vorankündigung. Ja, das war jetzt auch schon der Wochenupdate für diese Woche und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Ralf von Ralfs Unboxing. Ciao!